Der Reichssaal im alten Rathaus. Der spätere Reichssaalbau wurde 1360 zunächst als Tanzsaal für die bessere Gesellschaft von Regensburg geplant und gebaut. Über 300 Jahre diente er danach als Begegnungshalle bei Festivitäten, Hochzeiten, Jubiläen und sonstigen Zusammenkünften. Als sich am 20. Januar 1663 die Reichsfürsten in Regensburg trafen, um über das gemeinsame Vorgehen gegen die Türken an der Ostgrenze des Reichs zu beratschlagen, wurde der Tanzsaal zum Tagungsraum umfunktioniert. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass sich diese Zusammenkunft über Monate und Jahre hinziehen würde. Aber es gab durchaus auch weitere Streitpunkte. Da man schon einmal zusammensaß, sollte auch jeder zu allem gehört werden. Nach 7 Jahren wurde in Regensburg noch immer getagt. Allerdings waren die Reichsfürsten zu dem Zeitpunkt schon lange abgereist und ließen ihre Gesandten verhandeln. Weil man zu keinem Schluss kam, sollen sich mit der Zeit auf der Bank im Reichssaal die Akten zu den diversen Themen gestapelt haben. Daher kommt angeblich die Redewendung »eine Sache auf die lange Bank schieben«. Und weil der Beratungstisch mit einem grünen Tischtuch bedeckt war, haben die Gesandten am grünen Tisch entschieden. Leider ist eine Angewohnheit der Herrschenden vollkommen ins Vergessen geraten. Wenn ihn die langen Diskussionen ermüdet hatten, zeigte sich Kaiser Karl V. gerne am Fenster des Erkers und warf dann sprichwörtlich Geld zum Fenster hinaus. Heute würde er dafür vom Rechnungshof gerügt. So wurde die Zusammenkunft zum immerwährenden Reichstag, der erst mit dem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zu Ende ging. 1944 wollte ausgerechnet Heinrich Himmler in diesem Saal eine Friedenstagung der Oberbürgermeister und Gauleiter veranstalten. Wie man hört, waren den Nazis aber dann die Stromkosten für die zahlreichen Saallüster zu hoch. Dass ein Jahr später in ganz Deutschland die Lichter ausgingen, lag dann nicht mehr nur an den Stromkosten. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.